Hallo, ich bin Zoe von Black Cam Media, einer Schülerfirma des Leonardo da Vinci Campus Nauen. Heute interviewe ich die Chefin des Potsdam Museums und Kuratorin der Ausstellung Demokratie, Jutta Götzmann. Wieso haben Sie diese Mitmachform der Ausstellung gewählt? Wir möchten in Zukunft als Potsdam Museum gerne auch unsere große Kunstsammlung der Öffentlichkeit präsentieren und möchten für diesen Prozess Erweiterungsflächen eben im Stadtraum zu gewinnen, auch die Öffentlichkeit begeistern. Und wir haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt angesprochen, aber auch unsere Besucher mitzumachen, sich an dem Prozess zu beteiligen. Und so ist die Initiative Demokratie entstanden. Haben Sie ein Lieblingswerk und bekommt es in der Ausstellung einen besonderen Platz? Ich habe zwei Lieblingsbilder in der Ausstellung, obwohl ich nicht dafür gestimmt habe. Ein Werk bekommt einen besonderen Platz. Es wird auf einer blauen Wand hängen. Die Ausstellungsgestalterin hat hierfür die Vorschläge gemacht und wir haben als gesamtes Team uns die Vorschläge angesehen und haben dem dann zugestimmt. Und eins meiner Lieblingsbilder ist von Philipp Frank und es hängt an der Fassade unseres Museums und zeigt den Blick über die alte Fahrt auf den Brauhausberg. Was sind für Sie die herausforderndsten Aspekte der Ausstellung? Besonders herausfordernd war für uns, den Menschen unsere Sammlung in der Corona-Zeit zu präsentieren. Wir wollten eigentlich unsere Sammlung öffnen, wir wollten die Depots öffnen, wir wollten gerne Rundgänge durch die Depots machen, Workshops anbieten und das Ganze analoge war nicht möglich. Da mussten wir uns eigentlich in kürzester Zeit einen Plan B überlegen und haben alles digital umgestellt und haben unsere Homepage erweitert, um so eine Rubrik zu schaffen für Partizipation. Wir haben also alles digital eingestellt auf der Homepage. Wir haben über Social Media und auch Videokanäle versucht, Botschaften aus dem Depot zu senden und so die Leute zu animieren, mitzumachen. Hallo, ich bin Eschi von Black Cam Media, einer Schülerfirma des Leonardo da Vinci Campus Nau. Heute spreche ich mit einer an der Ausstellung beteiligten Potsdamer Bürgerin, Kathrine Lien. Könnten Sie Ihr ausgewähltes Kunstwerk einmal beschreiben und uns sagen, wieso Sie gerade dieses Werk ausgewählt haben? Das Kunstwerk, das ich ausgewählt habe, von Otto Heinrich, so eine Winterlandschaft, Rathaus und Obelisk, hier am Alten Markt, ist eine Arbeit, die mir sehr gut gefällt, weil ich diesen Platz wahnsinnig gern habe. Der ist auf der einen Seite romantisch, auf der anderen Seite historisch. Ich bin wahnsinnig gerne an diesem Platz, mag es auch hier an den Stufen von der Kirche zu sitzen und auf den Obelisk zu schauen. Und ja, und weil es Winter ist, fand ich es eben auch so besonders, weil Winter haben wir in Potsdam jetzt nicht mehr so häufig und darum hat mir die Arbeit gut gefallen und darum habe ich sie ausgewählt. Gefällt Ihnen das Konzept der Demokratie? Also das Konzept der Demokratie finde ich wirklich super. Und zwar ist es was Besonderes, wenn die Bürger der Stadt irgendwie mit einbezogen werden. Sonst hat man ja als Kulturinteressierte oft so das Gefühl, dass einem hier und da mal was übergestülpt wird. Man kann sich dann zwar während der Ausstellung äußern oder man kann mal eine Mail schreiben oder manchmal gibt es auch so Interaktionen während der Ausstellung. Aber hier, finde ich, ist es ja so ein Stück weit, dass man selber mit kuratiert. Und das ist halt schon wirklich was ganz Besonderes, so Kuratorin zu sein. Wie ist Ihre Beziehung zum Potsdamer Museum bzw. zu der Stadt Potsdam insgesamt? Meine Beziehung zu der Stadt Potsdam ist eine sehr intensive. Ich habe von 2006 bis 2008 schon mal hier in der Stadt gelebt und mich im besten Sinne des Wortes in diesen kleinen, ja, irgendwie für mich verträumten Ort verliebt. Ich habe vorher in größeren Städten gelebt und fand Potsdam und finde Potsdam immer noch, ja, sehr romantisch auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht ein bisschen im Moment mit so einem Hang zum Disneyland. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber das gehört halt auch dazu. Also wo Licht ist, ist eben auch Schatten. Heute spreche ich mit der Künstlerin Ulla Walter, deren Werk Schwarze Katze in dieser Ausstellung ausgestellt wird. Wie fühlt es sich heute für Sie an, dass ein älteres Werk von Ihnen jetzt im Jahr 2022 hier ausgestellt wird? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr überrascht und erfreut, dass ich ausgerechnet meine schwarze Katze jetzt wiedersehen kann. Sonst gibt es ja schon immer mal Ausstellungen, wo ich auch selber ein älteres Werk einreiche, wenn es in den Kontext passt. Aber diesmal ist es ja so, dass das Museum oder das Publikum die Werke ausgewählt hat. Und da bin ich natürlich einmal erfreut, dass mein Werk genommen wurde. Und zum anderen, dass es ausgerechnet meine schwarze Katze ist. Da ist schon viel Emotion auch damit dabei.
Welche Bedeutung hat dieses Werk für Sie und unter welchen Umständen entstand es? Die Schwarze Katze ist eindeutig ein Bild, das unmittelbar vor dem Mauerfall entstanden ist. Es zeigt mein Gefühl, wie ich mich in dieser DDR-Situation empfunden habe, aber auch irgendwo die Öffnung geahnt habe. Und war aber selber überrascht, dass ich doch in einen gewissen Realismus gekommen bin. Es ist ja eine Katze zu sehen. Ich war in dieser Zeit eigentlich total abstrakt. Und dadurch fällt dieses Bild ein bisschen aus der Zeit raus. Aber mich freut es besonders heute, dass es so erkennbar ist, damit eben die Menschen von heute und auch ihr es überhaupt aufnehmen könnt. Könnten Sie bitte das Konzept dieser Ausstellung einmal beschreiben? Und was halten Sie von diesem Ansatz? Als erstes Wort fällt mir sympathisch ein. Und ich würde ganz gerne so antworten, wie ich es aufnehme, das Konzept. Nicht wie das selber ist, sondern weshalb ich es so sympathisch finde. Ich finde, es passt halt genau als Antwort auf diese Zeit. Wir sind ja noch in der Pandemie, aber hoffentlich im Ausläufer. Und hier kommen zwei Dinge jetzt zusammen. Einmal hat das Potsdam-Museum, einmal diese enorme Sammlung, die vielleicht viele gar nicht kennen. Und das Konzept ist ja gewesen, dass letztendlich Publikum die Bilder ausgewählt hat. Und damit würde ich sagen, verschmilzt ja dieses Publikum in dem Moment schon, in dem sich überhaupt erstmal erkundigt, was gibt es denn in dieser Sammlung, und wird wahrscheinlich ganz anders damit verwachsen sein, als wenn es, sagen wir mal, nur in eine Ausstellung geht, die jetzt absolut aus dem Potsdam Museum heraus kuratiert worden ist. Und das gefällt mir besonders gut. Und dass ja in letzter Zeit auch nicht nur durch die Pandemie, aber vielleicht noch verstärkt, man nur noch Wert gelegt hat auf die großen bekannten Namen der Kunstgeschichte oder der aktuellen Szene. Und jetzt ist diese Chance, dass eine Entdeckung in der Entdeckung stattfindet. Einmal die Entdeckung, dass es überhaupt diese Sammlung gibt, dann die Entdeckung, wie reagiere ich als Auswählender oder Auswählendes auf diese Bilder. Ich mache mir ja da meine Gedanken, auch emotional. Und das hat ja auch Folgen, wenn ich jetzt für ein Bild stimme, hat es ja Folgen. Denn dieses Bild hängt dann in der Ausstellung und ein anderes vielleicht nicht. Und dadurch ist auch dieser Prozess des Kuratierens, des nach außen Präsentierens nochmal was ganz anderes, als wenn es eben immer im klassischen Sinne die kuratierten Ausstellungen sind. Also ich bin sehr, sehr begeistert, zunehmend würde ich sagen, und sehe darin sogar eine große Chance, dass diese Mängel, die jetzt entstanden sind, oder diese Wunden, die durch die Pandemie gerissen worden sind, dass die auf einer ganz anderen Ecke wieder eine Heilung empfinden. Hallo, ich bin Josie von Black Care Media, einer Schülerförderung des LDVCs Nauen. Heute spreche ich mit der Ausstellungsdesignerin Ulrike Riemann. Was macht eine Ausstellungsdesignerin? Könnten Sie uns Ihren Job erklären? Ja, was macht eine Ausstellungsdesignerin? Also im Prinzip ist meine Aufgabe, für eine Ausstellung den visuellen Rahmen zu entwickeln. Also es gibt eine Idee, die meistens der Kurator entwickelt. Und ich versuche im Prinzip mit meiner Kreativität der Ausstellung ein Gesicht zu geben, um diese Idee des Kurators oder der Kuratorin visuell zu verstärken und zu transportieren. Gibt es etwas Besonderes bei dem Ausstellungsdesign von Demokratie? Ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Ausstellungen, die ich auch fürs Potsdam Museum schon entwickelt habe, also Ausstellungsgestaltung, ist das Besondere hier, und das war auch die Herausforderung, im Prinzip diese ganzen unterschiedlichen Meinungen und Stimmen aus der Befragung quasi sichtbar zu machen. Das fand ich aber auch total schön, weil es mal ein sehr, ja, es ist wirklich ein sehr demokratischer Ansatz, weil die Ausstellung ist halt entstanden aus ganz verschiedenen Meinungen und Geschmäckern, das muss man auch sagen, es sind sehr unterschiedliche Exponate, das dann trotzdem irgendwie in so eine schöne Form zu bringen, dass es trotzdem irgendwie gestaltet und wertig aussieht, das war schon eine Herausforderung. Und was wirklich besonders ist, dass wir diese Meinung der Besucher und Abzustimmenden wirklich auf ganz vielen Ebenen darstellen werden. Das heißt, es sind ganz großen Zitaten an der Wand, es wird ein Film gedreht, also interaktive Medien, es wird partizipative Elemente in der Ausstellung geben. Und das, glaube ich, macht die Ausstellung besonders. Also das ist, man merkt, also ich hoffe, dass man das merken wird, wenn man durch die Ausstellung geht. Was ist das finale Ausstellungsdesign?
Das finale Ausstellungsdesign ist quasi gekennzeichnet durch ein paar Elemente, die sich quasi wie ein roter Faden durch die Ausstellung ziehen. Das ist zum einen die Ausstellungsfarbe, wo ich mich bewusst entschieden habe, mit einem Ultramarinblau zu arbeiten, quasi wie die Farbe von Europa oder der UNO, im Prinzip eine sehr politische Farbe auch ist, die irgendwie das ganz gut transportiert, die Idee der Ausstellung aus. Das andere ist im Prinzip, die Typografie ist auch eine tragende Säule. Wir haben uns hier ganz bewusst für eine kräftige, moderne Schrift entschieden, die laut ist, nicht zart, die wirklich diese einzelnen Stimmen der Bürgerinnen und Bürger, die hier abgestimmt haben, zum Vorschein bringt. Und auch die Hängung der Exponate auch mal ein bisschen freier anzugehen, nicht ganz streng und klassisch, sondern dass wir auch mal ausbrechen, das ist ein Thema. Und als kleines visuelles Markenzeichen der Ausstellung kann man im Prinzip dieses kleine Dreieck auch lesen, was im Prinzip immer benutzt wird und eine Form der stilisierten Sprechblase darstellen soll, um im Prinzip auch nochmal so ein grafisches Vehikel zu haben, die das Thema Stimmen visualisiert. Heute spreche ich mit Christian Heinze, einem Potsdamer Maler, dessen Werk Klinika Brücke für die Ausstellung Demokratie ausgewählt wurde. Welche Bedeutung hat dieses Werk für Sie und unter welchen Umständen ist es entstanden? Ja, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, also schon über 30 Jahre her und es ist sehr spontan entstanden. Mein Atelier oder mein Lebensraum ist so in der Nähe der Kliniker Brücke. Und die habe ich natürlich oft mal schon gezeichnet und Grafiken gemacht. Und dann kam natürlich über Nacht auf einmal, die Brücke ist offen. Und wir sind dann abends noch zur Brücke hin, aber die war noch nicht offen. Da war nur Berlin offen und die Klinge der Brücke ist erst am nächsten Tag geöffnet worden. Aber ich habe das noch gesehen und deswegen ist es mir so in Erinnerung geblieben, diese Situation, diese Beleuchtung, diese Häuser da, wo die sowjetischen und russischen oder russischen Soldaten drin waren. Es war ja ein Grenzübergang für die amerikanischen und französischen Armeeangehörigen. Ja, und das habe ich dann, bin ich nach Hause ins Atelier und habe dann eine Radierung gemacht und die übermalt eigentlich. Was denken Sie über das Konzept der Ausstellung? Im Prinzip finde ich das natürlich toll, dass die Bevölkerung, zumindest die, die sich für das Museum interessieren, dass die da einbezogen werden. Und es ist natürlich für uns Künstler auch interessant, erstmal mit dabei zu sein, dass man also nicht so ganz in der Versenkung ist, aber man freut sich natürlich, wenn also Menschen sich für die Arbeiten interessieren und einfach für irgendwas stimmen und für meine Arbeiten sich interessieren. Heute spreche ich mit der Volontärin des Potsdam Museum, Anna Bittner. Was macht man als Volontärin an einem Museum? Volontärinnen sind quasi wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in Ausbildung, kann man so sagen. Die meisten Volontärinnen an einem Museum haben zuvor studiert und machen ein Volontariat meist im Anschluss an das Studium, um noch zusätzlich zum sehr theoretischen Studium praktische Erfahrungen zu sammeln und überhaupt mal die Museumsaufgaben näher kennenzulernen. Und so ein Volontariat dauert meistens 2 Jahre, umfasst eigentlich fast alle wichtigen Aufgaben eines Museums, also dass man Ausstellungen begleitet und plant und umsetzt, dass man die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, indem man zum Beispiel Texte für Social Media schreibt und auch die Sammlungsarbeit lernen wir kennen. Wir nehmen Kunstwerke in die Datenbank auf. Ja, es ist sehr vielfältig. Was waren Ihre Aufgaben bei der Umsetzung von der Ausstellung Demokratie? Zunächst ging es erstmal los mit einer umfangreichen Recherche. Wir, also meine Kollegin Valerie Flemich, die damals noch Volontärin hier im Haus war, und ich haben erstmal die Datenbank durchsucht, was gibt es eigentlich alles, was könnte man für so eine Vorab-Auswahl stellen, weil wir ja schlecht die gesamte Sammlung zur Abstimmung präsentieren können. Dann haben wir
uns überlegt, was sind das für Themen, die da in den Kunstwerken behandelt werden, haben 5 Themen ausgewählt, eben die Stadtbilder, die Naturdarstellung. Zu dieser Vorabauswahl haben wir dann Texte verfasst, um den Menschen online mehr über diese Werke zu zeigen und auch Filme gedreht, damit wir die Besucher wenigstens visuell mit ins Depot nehmen können. Inwiefern ist das anders als bei herkömmlichen Ausstellungen? Ein spannendes Experiment, auf das man sich da einlassen muss. Man muss sich sehr zurücknehmen, man muss Deutungshoheit abgeben und den Leuten vertrauen.